Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES, die deutsche Übersetzung vom Kill Bill 158. Ich begrüße ihn, er ist nämlich mit dabei. Grüßen! Und wir sind hier im zweiten Schloss gewesen, aber ja. Jetzt hier gerade... Draculas Herz hat... Das pucht ganz schön doll. Ja. Draculas Herz haben wir jedenfalls geholt. Da oben sieht man, es sieht aus wie eine Bohne. Das können wir eigentlich auch anwählen. Ja. Nicht, nimm das, den Knochen. Weil durch den Knochen kriege ich nämlich ein Schild. Ja, stimmt. Auch gut. Naja, das Blaue ist halt bloß für den See gewesen jetzt hier, ne? Ja. War ja ein bisschen lappisch. So, jetzt gehen wir hier ganz Ja, das macht ja unsichtbare Sachen sichtbar. Ja. Hier geht's gar nicht lang, das ist ein Arsch. Ja, wir müssen jetzt hier raus. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt ganz schnell hier raus, machen. Boah, sind das zu viele Sprites hier zufällig gerade? Nö. Dein Rechner, der gerade abkackt. Ach, erzähl nicht. Klar, da kommen wir so im NES-Spiel überhaupt nicht klar. Naja, okay, hast schon recht, so ein NES-Game ist schon hart. So ein Dual-Core-Prozessor, das ist schon... Oh. Quad-Core, kommt da gar nicht klar. Alter, hast du gesehen, weil ich das ja richtig Premium gerade gelöst habe, das Problem? Ich wollte gerade sagen, und das mit zwei Lives, Alter, du bist so gay. Ich bin so gay. Du bist so gay, ey. Hab ich gerade verstanden. Ja, nur die Gay-Leute schaffen das. Ach so ist das. Ja, die haben Skill. Die wissen, wie man was einlocht. Ach so. Klar. Na gut. Ja, du scheinst dich damit sehr gut auszukennen. Ja, das hab ich gehört. Ach so, natürlich. In Fachkreisen kursiert das Gerücht. Naja. In Fachkreisen auch selbsttätiger Entlüfter genannt. Ah ne, der selbsttätiger Entlüfter in Fachkreisen auch Snüffelstück genannt. Das war echt. Ja, es war jetzt wieder Skill. Oh, das war Heten-Skill. Ach nee. Ich helfe mal hier weiter. Ja, Leute, jedenfalls der Plan ist jetzt, wir gehen jetzt mal zurück zu einer Stadt, wo wir uns ja Leben holen können, ne? Definitiv, ja. Ist auch irgendwie logisch, halbwegs. Watcha! Hadouken! Ja, was steht denn sonst noch so an bei dir jetzt momentan? Nachher noch arbeiten. Meiner müssen wir. Nee, das nicht. Meiner machen wir jetzt noch zu Ende. Das ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste ganz oben. Oh ja. Aber ganz dick. Da müssen wir halt auch immer zu dritt zusammenfinden, das ist halt immer schwierig, aber wir sind alle bereit, es zu beenden. Oder wie machst du jetzt hier hoch? Bist du blöd? Ich denke, ich muss hier oben lang. Nee, da unten war links der Ausgang. Nein. Doch. Nein. Aber ganz sicher. Aber 100. Erzählen Sie nicht, aber 1000 so eine Mist. Aber 1000%. Ach, ich dachte, ich schaff das auch so. Aber 1000% sicher. Deswegen frage ich mich, was du jetzt hier oben willst. Hier oben sind bloß mal Gegner. Ich will noch ein paar Herzen farmen, bevor es losgeht. Ah, verstehe. Halb durch Sinn, ne? Ja. Uiuiui. Das ist jetzt natürlich doof. Was? Achso, ne. Doofe Stelle. Du kannst doch dein Heilwasser einsetzen, dein Wasser einsetzen, ja. Das Y-Water, nein? Ja. Doch, du kannst auch mit. Nee, dein Feuer, du hast doch Feuer gekriegt. Ja, aber ich kann auf der Treppe nicht werfen. Achso, ne, das ist doch das doof. Da, guck. Der kann ja, nur dann, in die Richtung werfen. Dann runterhüpfen kannst du auch nicht, ne? Nee. Dann musst du Skill beweisen. Dann muss ich ja Lack beweisen, oder ich muss die irgendwie versuchen, dass die wegglitschen. Ja, wegglitschen. Und jetzt. Ah, ne, geht doch! Hä? Gerade eben ging's nicht. Ja, weil du gestanden hast, bestimmt. Ja, kill sie! Mach ein Kill Roy. Hast du gesehen, wie ich's gemacht habe? Ey, du bist. Man kann den Schlag auch gedrückt halten, das wusste ich nämlich gar nicht. Ja. Oh nee, noch so ein Freak. Der haut, glaube ich, nicht ab. Weil du unbedingt da hoch musstest, ey. Unbedingt. Bist du denn das Problem? No problem. Skill. Nein! Oh nein! Okay, die sind auch wieder da. Das muss jetzt echt besser klappen. Kein Thema. Kriegt der ein paar Granaten ab, ja? Dann speichere ich nämlich mal. Ein paar Nuke-Bomben. Skill, Baby, Skill. Nein, was? Nein! Was? Was? Also, wir haben jetzt eine super Stelle gefunden, wo wir uns hier ärgern können. Aber es geht. Hä? Oh, das macht ja Feuer. Eieiei. Ja, das wird ein gutes Let's Play diesmal. Lumpy kann er unter Skill. Kann der mal aufhören wegzuhuppen? Jetzt muss er Skill bringen, aber so. Will er nicht.
Ich würde mal save an der Stelle. Ich hab gemacht. Also, jetzt wird er. Und jetzt genau, jetzt ist der Lumpy-Counter unter Skill-Druck. Ach, aber jetzt richtig, das hier könnte ein Ausgang sein. Er hat's geschafft. Wuhu! Zwei Life noch, ja. Jetzt war echt gut, ne? Jetzt hat's geschafft. Ich bin Gott-like. Ja? Er hat's geschafft. Wir wollen ja mal nicht das sein, aber er hat's geschafft. Alles kein Thema, ja. Ja, das alles ist überhaupt kein Skill. Thema. Ja. Überhaupt gar kein Thema. Ja, da haben wir einfach dem Auge einer drauf. Ich habe ein blaues Auge bekommen. Oh, ist da jemand müde? Ja, logisch, ne? Wenn man ein Kind zu Hause hat. Ja. Dass sie auch immer in der Nacht wach sein müssen, ja? Die haben von. Echt, ey. Nee, du Quatsch, die sind tags und nachts wach. Die tun das auch. Die brauchen gar nicht schlafen. Nee. Das haben die gar nicht nötig. Nee, das machen die alles nach den 3 Stunden. Ach so, es ist ja auch Nacht. Hui. Nee, das. Nee, sterbt man jetzt hier nicht, ne? Ja, die es ist Nacht. Deswegen machen wir es jetzt von Tag. Die tun quasi 3 Stunden pennen, dann tun sie rumquengeln, dann gibst du denen das Zeug, dann sind sie mal ein bisschen wach und dann schlafen sie wieder. Und es geht dann rund um die Uhr so. Ob dann Tag oder Nacht, das ist eigentlich egal. Mhm. Also so richtig, die schlafen schon abends, ne? Aber dann halt auch nur 3 Stunden. Ist halt so. Ey, oh. Er hat vergessen zu safen. Böses Fallen. Und er versucht auf ein neues. Er greift an. Er hat sie weggeskillt. Hä, hey, was? Warum hat er sich jetzt rumgedreht? Ah, oh, sie ist ja schon wieder nicht geschafft. So, jetzt aber. Boom, ja. Boom, Headshot. Boom, Headshot, genau. Ja, ist halt echt. Weil der manchmal schießt ja und manchmal nicht. Als ob das eine Cooldown-Phase hätte. Mhm. Ich sag ja, Profi-Spieler hier, ganz locker rein. Tja, wo müssen wir hin? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück in die erste Stadt. Ja, okay. Und da müssen Kippe wir... Kippe weiß halt, wo es lang geht. Klar. Hast du das gesehen? Ich habe das Auge überlebt und habe noch einen Punkt. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Geht gleich oben nachher. Level up, Mann. Oh yeah. Gib mir HP. Yeah. Kleiner Scheiße. Das mache ich euch kaputt. Normalerweise wäre es jetzt wirklich ein Level-Up. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja, das hast du schon erzählt. Das ist voll komisch eigentlich. Also wer davon mehr wissen will, der sollte sich mal bei Google belesen, so zwecks Level-Up. Oder einfach direkt die japanische Version spielen. So viel Text hat man im Spiel jetzt ja auch nicht. Nee, stimmt auch wieder. Auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte mit dem Level-Up. Aber ich weiß auch nicht, warum sie es rausgenommen haben. Wir haben sicherlich ihre Gründe gehabt haben, aber... Warum? Ist doch mit viel cooler. Vielleicht, weil sie gesehen haben, bei Zelda wird nicht so geil. Du glaubst kein Level Up, du Held. Doch, bei Zelda 2 gab's Level Up. Ach du, beim zweiten, ja. Ich meine ja Zelda 2. Ich finde es sowieso ein bisschen geklont, so ein bisschen, ne? Von Zelda 2. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Es ist so ein kleines bisschen, wie nur halt, dass man keine Weltkarte hat. Hm. Und dass man hier, ja, obwohl Schwert werfen kannst du ja auch. Na komm hier, mein Kleiner, der schießt doch. Oh, bist du ein Trott. Doppeltrottel. Sowieso, warum bei Zelda 2 so eine komischen Geräusche kommen? Hä? Hey, komische Geräusche bei Zelda 2? Ja, wenn du das Schwert geschossen hast, geht so bring, bring, bring. Ja, das ist immer so geblinkt, weißt du so? Ach, guck mal, ich hab jetzt hier mein Feuer, ja. Boom. Jetzt Skill, Mann. Übel Premium, oder? Ja. Kill. Gekillt, alles gekillt. Gekill Beat. Gekill Beat, genau. Kill den Beat. Kill den Beat. Ja, genau, also, du kannst ja auf jeden Fall schon mal drauf hinweisen, oder? Können wir das schon drauf hinweisen, auf die neue Technik? Oder? Die neue Technik? Ja, das kann man eigentlich schon machen. Weil du ja irgendwie warten wolltest auf irgendwas? Bin ich jetzt hier schon verkehrt, oder was? Nee, du bist richtig. Nee, weil du auf irgendwas warten wolltest, dachte ich, oder? Nee, ja, nee, das hat funktioniert nicht, da habe ich ja zu wenig Kabel. Und das müsste ich dann sowieso erstmal testen und deswegen gebe ich es hiermit hoch und heilig schon mal bekannt. Ich bin stolzer Besitzer eines dicken, fetten Mischpuls. Alter, leck mir hart am Arsch. Stopp, stopp, stopp! Nein, nicht ich. Nein, du bist gestorben. Gestorbt. Ich bin gestorbt. Ich wurde gestorben. Ja, du bist quasi jetzt Besitzer eines High-Quality-Studio-Aufnahme-Mischpuls. Oh ja. Ja. Und das ist richtig also das ganz dicke, das was 2 Meter breit ist. Ja, natürlich. Also, ich sag's mal so, ja. Dieter Bohlen
Ist neidisch drauf. Ist neidisch, genau. Der hat ja, der hätte auch gern so ein geiles Teil. Der hätte auch gern so ein dickes Teil wie ich. Nee, der hat jetzt auch letztens angefragt, ob er schon weiter aufnehmen darf zu Hause, weil ja. Seiner ist halt kleiner und so. Naja, aber das hat sich ja jetzt erledigt, weil du hast dann großzügig gesagt, nee, lass mal, Junge. Ja, das habe ich ganz großzügig hab ich gesagt, nee. Nee. Eiskalt, nee. Wer andere Leute beleidigt, kriegt nichts, nee. So sieht das nämlich aus. Ja, und dann hat er dann natürlich Fresse gezogen, ne? Weil er es nicht leisten kann. Aber hey, der Pekaner hat es mal nebenbei aus der Portokasse geleistet. Guck mal da oben, ey, das sieht aus wie von The Ring. Was ist von The Ring? Von ja. The Ring. Das Viech. Ja. Ja. Ich will Liebe erfahren. Du kriegst gleich die Liebe mit. Nein, cool. Pass ja, mal auf. Pass mal nämlich auf. Was denn? Das werde ich jetzt hier gleich mal die Stimme dieser merkwürdigen Figur nämlich synchronisieren. Die geht nämlich dann ungefähr so. Oh, ich bin eine gefickte Hexe. Ich habe gerade gesagt, ich bin eine gefickte Hexe. Oh mein Gott, das klingt so komisch, aber ich bin ja auch grün. Und deswegen kommt jetzt hier Simon, den will ich jetzt hier voll reindrücken, aber oh mein Gott, ich habe ihn verpasst. Nein, er hat mich besiegt. Ja, wisst ihr Bescheid, so kann das dann ungefähr klingen. Genau, da hast du richtig Der Kibbel hat es jetzt leider nicht gehört. Ich werde es hören. Aber er wird es hören und er wird sich tödlachen. Tödlachen! Er wird sich tödlich totlachen. Ja, jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr Kürze, du bist doch schon geskillt jetzt hier. Stimmt. Du musst mach ich jetzt runter, bloß noch ein bisschen die Viechter tot? Ja, ich muss runter, stimmt. Ist hier drüben nicht auch noch ein Runtergang? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ey, dann habe ich mir voll krass gemerkt, oder? Gott sei Dank. Jetzt stell dir mal vor, das wäre wirklich so und ich hätte mir das tatsächlich gemerkt. Ja. So. Ja. Komm, wir warten jetzt hier bis Tag ist. Na, kannst weiterlaufen. Ach komm. God save the Queen. Haben wir Lorbeeren hoffentlich? Ja, zwei Stück. Gut, die werden wir brauchen. Zwei Lorbeeren. Die zwei Lorbeeren werden wir gleich brauchen. Was ist hier los? Alter! Ja, ist nachts. Da sind ja alle krasser. Hier muss ich jetzt wieder Lumpikaner Skills zeigen. Achso, über den kann ich einfach drüber hüpfen. Nee, der hüpft über dich drüber. Was ist das? Der Lorbeeren muss jetzt einsammeln. Also pass auf, du nimmst jetzt Lorbeer und rennst zu und machst ihn tot. Der braucht bloß einen Treffer. Okay, so und jetzt Lorbeer und losrennen. Einfach, let's go! Warte, lass mal. So, jetzt rennen. Superman! Wuhu! Renn zu, renn raus und. Oh, die Viechter! Ah, du hast geschafft, egal. You are Jesus. Aber mega. So. I'm killing you. I'll be killing. Ach so, guck mal, jetzt das ist hier ein Oppi. Ja, ja, weißt du, statt dass ich jetzt hier bedankt. Das hey, guck mal, du hast jetzt hier von den Drachen getötet. Hey, das ist ein Fährmann. Der Fährmann. Die Morgensonne vertreibt die Albträume der Nacht. Guten Tag, Obi. Der Fährmann. Hast du den Zora gesehen? Der war total blöd. Der springt raus wieder rein. Ja, so jetzt sprechen wir mit dem Typen hier. Ich bringe dich zu einem netten Ort. Ja. Auf den Puff. Das stand so. Bam. Schade, ich hab ihn nicht getroffen, Mann, Alter. Dreckst du auch nicht hier? Das ist alles. Alter. So. Ja, du musst Skill beweisen. Hattest du nicht gesagt, vorhin offscreen war das, dass der sich mit dem Herz bestechen lässt? Ja, das ohne Herz würde der sagen: hau ab, Spinner. Du bist zu low. Ach so, okay. Ja. Too low, naja, das ist okay. Den Text haben wir jetzt leider verpasst, aber ich hoffe mal, den habe ich übersetzt. Ja, das ist schon. Aber wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Oder. Das werdet ihr erst beim letzten Part können. Ja, nach dem. Dürfen wir auch im letzten Part schreiben. Ey, guck mal, ich tausche den blauen gegen den roten Kristall. Da hast du es schon richtig gemacht. Ja, ja. Geile Scheiße. Ja, danke. Ich will mein. Ja, ist wieder das Gleiche. Ich will meinen Kristall nicht eintauschen. Ja, das ist dasselbe. Das Text, ist aber schon gefixt. Wieso gefixt? Das ist so. Das hast du vorhin schon gefixt. Ja, aber hier habe ich es komischerweise anders geschrieben, ne? Sehr merkwürdig. Nee, das habe ich. Ich hab schon das neue rumgeschickt, ich bin ehrlich. Ich möchte jetzt hier gerne dieses Schild lesen. Die neue Version. Ne, ja, da musst du da. Ja, genau. Ja. Geh nach rechts. Zum Totenfluss. Ist das der Totemfluss? Oder ist das der tote Fluss? Zum Totemfluss. Der Todefluss. Also der Dead. Da müsste ein N.
dann müsste da ein N hin. Weil ansonsten ein Totem ist ja das, was die Indianer hier mit Vogel, Sterneule. Ach ne, das war was anderes. Aber trotzdem, ein Totem ist ja dieses Holzgedings, was man verehrt. Ich dachte, wenn es Vergangenheit ist und so, Totem plus. Nee, Totem ist dann der Genitiv, glaube ich, oder so ein Quark. Ja, wenn du das sagst, dann änderst du das jetzt sofort. Yeah. Ich bin jetzt hier nämlich offiziell Grammatiker. Grammatiker. Weißt du schon? Tu mal mit deiner Superstimme Totem plus sagen. Was mit meiner Superstimme? Ja. Ja, geh, warte mal, kleinen Moment. Geh zum Totem plus. Geh zum. Dann musst du es anders sagen. Gehe nach rechts zum Totenfluss oder gehe nach links zu den Sanamwäldern. Aber jetzt entscheide dich langsam mal schnell und verpiss dich hier, ey. Das Schild wollen noch andere Leute lesen, Mann. Meinst du so? Ja. Okay, sehr gut. Perfekt. Ja, okay. So, wir sind dann mit dem Part schon durch. Genauso wie du es gesagt hast. Hier eine Viertelstunde ungefähr brauchen wir dafür. Ich bin zwar zwischendurch 20 Mal gestorben, aber hey. Und wir mussten am Anfang ganz schön Skill beweisen. Oh ja, aber hier. Ne? Hey, you know. Das hat jetzt keiner gesehen, wie ich mir jetzt gerade auf meine breiten Muskeln geklopft habe. Oh mein Gott. Aber ich freue mich schon wieder auf den nächsten Part, wenn wir dann wieder weiterzocken können, weil ich glaube, die Session, die werden jetzt erstmal unterbrechen. Aber wir sehen uns dann, wie gesagt, Leute, im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES, deutsche Übersetzung von Kill Bill 158. Geht ab. Ich hoffe, euch macht Spaß. Lasst doch gerne mal ein paar Kommentare da, wie ihr die so Übersetzung und so findet, das Spiel selber vielleicht cool findet oder sowas. Vielleicht habt ihr auch ein paar Anekdoten dazu, wenn ihr jetzt ein bisschen älter seid. Oh, man weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall macht's gut, bis dahin und tschaußen.